Commander. Ja, huhu, hier wieder beim Koalion bei XCOM 2. Ich hoffe, dieses Mal ist der Lautstärkepegel vernünftig. Ich habe alles Mögliche hier schon ausprobiert, Leute. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Einzige Möglichkeit, ein bisschen Kontrolle da reinzubringen, wäre, die Tonspur wieder extern aufzunehmen, wie ich das am Anfang mal gemacht habe. Aber das war immer ätzende Arbeit, weil man muss die Tonspur dann ja immer noch mit dem Video synchronisieren und so. Deswegen war ich ganz froh, dass ich eigentlich eine gute Möglichkeit gefunden habe, beides gleichzeitig, also Spielsound und Mikrofon aufzunehmen. Ich versuche es jetzt noch ein paar Mal hier mit diesem Aufnahmeprogramm und dann schwenke ich vielleicht mal auf ein anderes um, wenn es denn gar nicht funktioniert. Irgendwie, ich habe keine Ahnung, warum das Ding manchmal das Mikrofon total laut und manchmal total leise aufnimmt. Ich habe keine Ahnung. Naja, aber zurück zum Game. Wir gehen mal auf die Brücke. Wir haben Alien-Legierung. Ne, das machen wir jetzt nicht. Wir haben hier nämlich noch einen Guerilla-Einsatz, den wir machen wollten. Welchen wollten wir? Den mit den Vorräten wollten wir machen, oder? Oder die mit den Informationen. Ich weiß es nicht mehr. Welcher war das? Vorräte. Platziert versteckte Gesichtslose in jedem Einsatz. Na, ja. Erhöht einen Monat lang die Kosten für Rekruten. Aber die Informationen sind schon wichtig. Da müssen wir nicht so lange scannen. Ich glaube, ich nehme mal. Ich meine das auch, dass wir das so festgelegt hatten. Okay, unser Team, der Beru mit ist dabei, Enga X, ich glaube auch den Umbreon, ja, den Umbreon nehme ich auch mal wieder mit. Gucken, können wir ihm irgendwas Tolles noch geben, Medkit, aber warum nicht? Wir haben gar keine Spezialisten mit hier. Wir haben den Lesrak und Buckfish. Es ist eine Guerilla. Ups, hier, ne? Schwierig, schwierig. Ich mag ja zwei Grenadiere hier im Team. Wir hatten ja nicht genug Zeug, um uns... Ja genau, wir haben keine Vorräte mehr, um uns irgendwas Tolles noch herzustellen. Aber wir brauchen auf jeden Fall einen Spezialisten, Leute. So, Max Monster ist aber verletzt und Samu ist schwer verwundet sogar. Das heißt, wir müssen Hexchen mitnehmen. Bearbeiten wir eben noch kurz die Waffe. Sieht ja komisch aus hier. Ausrüstung, glaube ich. Nee, da konnte man das nur wechseln. Ah, ich glaube hier was. Waffenfarbe. Was nehmen wir denn da mal? Dass es sich so ein bisschen abhebt. Vielleicht auch rot. Hier so ein dunkles Rot. Nur wieder ein helles Rot. Und dann nehmen wir noch ein Waffenmuster. Zebra. Das Lustige ist ja, bei den Spezialisten wird dann der Gremlin ja auch in der Farbe jeweils getüncht. Wild. Hexmuster für Hexchen. Passt doch. So. Waffenverbesserung. Was haben wir denn da noch? Eine Crit-Chance? Nee. Nee. Aber hier müssen wir auf jeden Fall... Oh, wir haben
Warum ist hier das Medkit nicht zur Verfügung? Weil der Umbreon das noch hat. Wir haben nur ein Medkit, das müssen wir ändern. Ich habe ja so lange geschimpft, dass wir zu wenig Ausrüstungsslots haben, ne? Und jetzt haben wir sie und können damit auch nichts anfangen. Grandios, Leute, grandios. So, Lesrak, Bugfish, zwei Sniper und ein Ranger und einen Spezialisten, der noch unausgebildet ist. Das wird eine harte Nuss. Ich kann euch das jetzt schon sagen. Hier können wir da echt nichts. Können mir Schädelstecker geben, aber das bringt ja nur. Och, warum nicht? Komm, hier, Umbreon, Schädelstecker. So. Wir haben immerhin zwei Majors, einen Colonel und zwei Captains mit. Das muss reichen für diesen Einsatz. Da fliegen sie. Einsatz starten. Der Widerstand nutzt scheinbar schon länger einen alten Datenzugang zum Advent-Netzwerk, den die Aliens bis vor kurzem nicht kannten. Aktuellen Aufklärungsberichten zufolge sind die vom Widerstand gewonnenen Daten kritisch für die jüngste Operation der Aliens. Leider rückt Advent jetzt aus, um das Gerät zu zerstören. Das dürfen wir nicht zulassen. Eliminieren Sie alle Feinde und sichern Sie das Gebiet. Schützen Sie das Gerät um jeden Preis. Der Gerät muss beschützt werden. Alles klar. Schütze der Gerät. Messerchen. 5 feindliche Truppen sind bereits auf dem Weg, um den in der Nähe installierten Datenzugang zu zerstören. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wir müssen das Gebiet säubern und das Gerät um jeden Preis sichern. Okay, wir haben hier ein Haus, auf das wir hoch können. Das ist schon mal gut, weil wir haben ja zwei Sniper mit. Geh mal gucken hier. Umbreon, kannst du schon da hoch? Boah, Umbreon kann schon ziemlich weit nach oben. Alles klar. Ist klar. Okay, bis jetzt keine Aliens zu sehen. Löffel. Mach es dem Umbreon noch mal hier nach. Da solltest du eigentlich auch keine neuen Aliens triggern. Obwohl du da im Offenen stehst. Sieht gut aus, sieht gut aus. So, und den Rest schieben wir hier ins Haus. Ne. Irgendwie so ein bisschen die Kamera ist manchmal so ein bisschen komisch hier. Häckchen um die Ecke. Okay. Bugfish. Hier neben die Tür. Okay. Und der gute Lesrak Dark stellt sich neben Beru. Und die beiden alten Säcke hier. Ein bisschen Pläuschchen. Und Feuerschutz für diejenigen, die es brauchen. Okay, es geht weiter. Wir fangen oben an mit den Snipern. Ist schon noch ein bisschen weg hier das Haus. Okay. Umbreon, geh mal vorne an die Ecke. Ach, jetzt geht er wieder runter. Das ist ja strange. Oh oh. Deckung ist aufgeflogen. Scheiße. Ich habe jetzt gedacht, der läuft jetzt da einmal ums Dach rum. Okay, das war jetzt natürlich mehr als bescheiden. Ab Beru da, ab dafür. 9 Schaden.
Das war's, glaube ich, schon mit dem Ding, oder? Boah, unerbittlich. Weiter nach vorne. So, da sind die Advents. Hexin sieht kaum was. Backfisch. Und los geht's. Unterstützungsfeuer. Hexin schickt mal ein Hilfsprotokoll. Was? Oh nee. Ach, come on, ey, das ist doch scheiße. Ich wollte das da oben zum Umbreon schicken. Ach, zum Kotzen. Zum Kotzen. Mach mal die Tür auf hier. So. 44% ist mehr als nix. Hey, 7 Schaden. Perfekt. Aber wir stehen hier gerade ziemlich beschissen da. So, ich muss das Ding jetzt schmeißen hier. Weil wir stehen hier sonst zu beschissen da. Okay. Kommt Aliens. Was? Die haben nichts gemacht? Okay. Oh, kann ich mit leben, ne? Umbreon 99%. 8 Schaden. Hast du auch schon mal besser gemacht, Umbreon. Machete schnappt sich gleich einen von den Kleinen. Plastiklöffel. Sehr gut. X-ray neutralized. Tod von oben. Direkt mal nachladen. Cooler Skill übrigens. Richtig gut. So, 44%. Schaffst du es nochmal, Hexin? Ne, diesmal nicht. Negative Damage. Okay, Machete. Boah, mit 90% Schuss war das, ne? Nicht schön, nicht schön. Ja, es ist not good. Löffel? Ach, du hast auch umsonst nachgeladen. Okay, alles klar. Sehe ich ein. So, der Lesrak. Hier ist volles Cover. So. Granate. Kriegt leider nicht beide drunter. So, sehr schön, das Auto ist nämlich explodiert. So, Backfisch. Ne, 53 ist mir zu wenig, wir machen das sicher. Alles klar,
Haben wir zwar eine Granate verschwendet, aber so soll's sein. Okay, machen wir einen Reload hier. BO. Okay. Umbreon. Alles klar. Wir rücken mal ein bisschen mit Hexchen nach vorne. Gucken mal, ob wir hinten dieses Gerät hacken können. Aber noch sehen wir es nicht. Ein Reload. I'm ready. Wir müssen hier vorne rein. Ich glaube, ich ziehe den Umbreon wirklich mal nach unten. Und dann macht er auch einen Reload. Machete hat er schon Reload gemacht, aber kann trotzdem noch ein Stück nach vorne. Hier dürften ja jetzt gerade eigentlich keine Aliens mehr rumstehen. Löffel lasse ich erstmal. Mal nach hier. Kostenloses Nachladen und Feuerschutz. Ich weiß, es ist irgendwie doof hier rum in der, im Offenen rumzustehen auf dem Dach, aber... Naja. Wenn es sein muss? Wenn es sein muss? Ja, es muss sein. Gebe Feuerschutz. Okay, hier vorne ist eine Viper-Schlange. Interessant. Triggern wir die, wenn wir nach hier vorne gehen? Anscheinend nicht. Okay. Triggern wir sie, wenn wir hier hingehen? Ja. Okay, dann kommt mal raus. Da oben ist einer auf dem Dach. Alles klar. Das lassen wir uns mal für später. So, was haben wir denn hier? 87% Schuss. Den nehme ich doch. 7 Schaden. Machete. Hat schlechte Werte hier. Hexchen, einmal ein bisschen nach vorne. So, du versuchst mal hier zu hacken. Einmal hier rüber. Die Chance dürfte nicht besonders groß sein, denn Hexchen ist nicht so der große Hacker vor dem Herrn. Oh, 70%. Alle Feinde verrät die Position, das ist mir scheißegal, komm hacken. Zack. Die kritische Trefferchance wird 3 Runden lang um 33 erhöht. Das ist doch mal scheiße gut. Sehr gut, sehr gut. Okay. Backfisch. Ein bisschen nach vorne mit dir. So. Und dann feuern wir nochmal eine Granate ab. Wie weit kommen wir denn? Nicht besonders weit, aber wir können hier diese Viper einmal ihrer Deckung berauben, damit der Machete die gleich finishen kann. Oder auch der Lesrak. Sehr gut. So, Lesrak müsste eigentlich auch noch dran sein, genau. Einmal nach vorne. Halbe Deckung. So. Kriegen wir beide. Am besten ohne den Zivilisten. Ja, der Zivilist steht da jetzt natürlich besonders gut. Egal. Bisschen Schwund ist immer.
Und den Lesrak interessiert das sowieso nicht. So, Umbreon. Blitzschnelle Hände, würde ich sagen. Auf diese Viper. Boah, nur 2 Schaden. Nicht so geil. So, dann machen wir noch eine Konfrontation. Tot. Daneben. Tot. Läuft. Umbreon ist der Killer. So. Machete. Du kommst bis hier vorne. Sturm und Schuss. Ja. 71%. Finish. Ja. Unerbittlich. Der gute Machete kann sogar noch weiterlaufen. Okay. Dann nutzen wir die Zeit doch mal, um noch ein bisschen aufzurücken. Der Löffel steht da oben eigentlich ganz gut. Hexen, komm, leg mal einen Sport an den Tag. Das Problem wird, glaube ich, sein, auch mit Hexen jetzt irgendwie vernünftig Kills zu machen. Obwohl, der Samu hat das ja auch geschafft. So, Lesrak, der Zivilistentöter. Ich weiß gar nicht, haben wir den jetzt getötet da? Ich glaube nicht. Ich glaube, er wurde verschont. So, Umbreon, Overwatch. Overwatch. Oh, wir machen hier Abschusszone. Und Machete. Wir müssen ja hier rein, ne? Da ist bestimmt doch auch irgendwer drin, wie ich diese Aliens kenne. Ich kenne sie doch, ich kenne sie doch. So. Komm, hier neben. Okay. Minus 1,5, wir haben Sicht aufs Ziel. Rücken Sie vor und schützen Sie die Ausrüstung um jeden Preis. Ja. Wird gemacht, Chef. Okay, bin unterwegs. Ist das hier so eine Adventkirche eigentlich? Das Kreuz sieht so komisch aus. Okay, bin unterwegs. Ich traue mich jetzt noch nicht da rein. Okay, bin unterwegs. Ich glaube, ich habe was. Ja, da kommt was. Was ist das? Oh! Hallo! Overwatch. Okay. Da ist jemand im Overwatch. Ja, du siehst jetzt natürlich von hier hinten überhaupt nichts. Wir ziehen ihn dich mal runter. Ein bisschen näher ans Geschehen. So.
kommen alle nicht bis hier hinten hin. Bis hierhin kommst du, aber dann kannst du ihn wahrscheinlich auch nicht sehen. Hm. Mach mal die Tür wieder zu. Zap. So. Feuerschutz. Verstanden. Rücke ab. Feuerschutz. 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 Gib ihm. Schon mal gut. Okay, sie greifen das Ding an. Okay, alles halb so wild. Alles halb so wild. So, der Umbreon. Geht mal nach hier. 55 und 77. Blitzschnelle Hände. Kritisch. Läuft. Diese Rüstung ist stark. Unterstützungsfeuer erstmal genervt. Oh, du siehst sogar Leute. Komm, Löffel. So viel dazu. Läuft. So, stummen Schuss. Tschüss. Ah, der Machete. Wenn wir den nicht hätten. Unerbittlich. Einmal zurück. Ins Haus mit dir. Das ist einfach stark, wenn wir hier so rausgehen, Leute abknallen und dann wieder rein. Das kann er, der Beru. Das Rein-Raus-Spiel, das ist eben völlig bekannt. So. Was haben wir denn hier? Achso, sie hat immer noch Crit-Chance höher. Mhm. So, und Backfisch. Jetzt komme ich. Bin dabei. Lesrak. Pin den mal down. Also ich versuche jetzt mit Hexen den Kill zu kriegen. Machete würde den, glaube ich, ziemlich einfach bekommen. Nehmen wir mal hier hin mit ihr. Es kann natürlich jetzt sein, dass das Vieh sich bewegt und dann einen von uns reingezimmert kriegt. Reload. Waffe geladen.
Ah ja, super. Alles gut. So, Hexchen. Mal nach draußen. Ich mal hier hin. Und er ist schon geflankt. Probieren wir es mal. Läuft. Kill confirmed. This one might be carrying something. Manus 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Ja, das war eine gute Mission, würde ich sagen. Makellos mal wieder. Oh, das heißt mal wieder. Ausnahmsweise mal, hm? Gut gelaufen. Joa. Überall Bero wieder vertreten hier. Umrennen auch zufrieden. Nee, ich dürfte mal wieder mit. Man muss ja sagen, er war auch richtig gut. Lesrak auch zufrieden mit seiner Zigarette. Ganz schön fiese Narbe hat der Lesrak da. Und da kehren sie zurück, unsere Helden vom Guerilla-Einsatz. Gucken wir mal. Kein Aufstieg leider, auch nicht für Hexin. Ein Einsatz, ein Kill. 16 Einsätze, 42 Kills. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, was haben wir denn hier? Ein Datenpad haben wir. Magazinerweiterung, das ist sehr, sehr gut. Ich überlege, wem könnten wir das geben? Die Grenadiere sind dafür mal ganz gut. Oder Sniper. Und das ist auch extrem gut. Ja, ich weiß. Ich bin voll gut. So, mehr Info. Mit diesem Info können wir jetzt gleich auch was machen. Ne? Wir könnten uns neue Leute erschließen. Ingenieur. Da gehen wir noch direkt mal hin. Ein Ingenieur können wir gut gebrauchen. Vielleicht ist ein Wissenschaftler noch besser, aber... Schauen mal. Oh, das Avatar-Projekt geht schon wieder nach vorwärts hier. Na? Ja, ja, ja. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Ja, ja. So, der Justikon hat Seelenfeuer gelernt. Aufs Bildung fortsetzen. Sich dieselben Kräfte zunutze machen. Ja. Ja, ja. Ihr seht ja, wenn die zum Soldaten ausgebildet werden, verlieren die ihre Haarfarbe und werden einfach weißhaarig. Okay, wir machen aber weiter und wollen hier Beherrschung mit dem Justikon lernen. Okay, zweite Zelle haben wir schon. Alles klar. Düsteres Ereignis abgeschlossen. Ja, okay. Commander, die Aliens lassen nicht nach. Sie betreiben bereits mehrere Einrichtungen auf der ganzen Welt. Uns läuft die Zeit davon. Okay. Ja, jetzt wird es langsam doch wieder ein bisschen brenzliger. So faszinierend wie ich, Commander. 62 Infos, okay, alles klar.
neues Forschungsprojekt für unsere wissenschaftliche Abteilung. Die Archon-Autopsie. Archon ist das Ergebnis einer aufwendigen Fusion von Alien-Biomaterial mit fortschrittlichen mechanischen Unterstützungssystemen und stellt an Alien-Standards gemessen ein außergewöhnlich verspieltes Design dar. Seine einzigartige Erscheinung versprüht einen Hauch von Autorität. Und ich kann nur vermuten, dass die Aliens ihn als eine Art Herold für ihre restlichen Truppen entworfen haben. Ich bin mir nicht sicher, was genau die Aliens mit einem derart kühnen Design erreichen wollten. Aber zumindest sieht es beeindruckend aus. Ja, wir können jetzt hier die Fusionsklinge machen. So, und was können wir denn weiter noch erforschen? 5 Tage für die Muton. Das Advent-Geschützwrack. Plasma dauert 14 Tage. Wir könnten noch ein Datenpad und wir, aber ich glaube, ich will die Mutons erforschen. Bradford persönlich bestätigte Aussagen, dass die massive Fronteinheit, die wir als Muton kennen, einst sogar noch größer war als das Exemplar, das heute vor mir liegt. Die Kreatur ist ungewöhnlich warm für eine Leiche und ich muss zugeben, dass mich dies ziemlich beunruhigt. Jo, okay, dann ist er jetzt erstmal beschäftigt. Ich bewundere den Mut. Und wir scannen weiter. So, der Blood-Scorpion hat auch Seelenfeuer. Und das Gute ist an den Psi-Soldaten, die leveln nicht im Einsatz, sondern die leveln wirklich hier in der Ausbildungszentrale. Ganz ulkig eigentlich. So, was können wir denn nehmen hier? Wir wären Truppenmitglied zusätzliche Aktion, ist schon mal ganz gut. Wir nehmen mal Wahnsinn. Wir gucken, dass wir sie alle auf Level 100.000 bekommen, bevor sie in den Einsatz gehen. So, ja, und Manu der Zweite ist auch fertig. Wir haben einen neuen Grenadier. Perfekt. Weitermachen. So, und wir haben eine Energiespule abgeschirmt. Auch sehr gut. Energieverbrauch erreicht. So. Wenn wir Vorräte hätten, könnten wir hier was hinbauen. Ich denke aber auch, dass hier eine Energie... Haben wir schon Energie? Wir haben einen Testbereich. Energie, Energie. Wir haben schon zweimal Energie. Kommunikationszentrale haben wir bis jetzt erst eine. Ich kann verstehen, dass Shen Tigern im Auge behalten will, aber wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Ich denke... Energie oder Kommunikation? Bin das schon abgegradet? Ja, wir können auch noch die anderen noch upgraden. Ich muss abwarten, bis wir wieder Vorräte haben. Das ist das große Problem momentan. Unsere Vorräte sind nicht besonders hoch. So, weiter. So, okay. Wir haben einen neuen Ingenieur. Gucken wir doch gleich, dass wir den auch einsetzen. Können wir hier nicht... Doch, wir können doch hier freiräumen, ne? Freiräumen. Läuft, okay. Jetzt habe ich direkt 2 da reingezogen. Nein, ich möchte nicht 2 da reinziehen. Na, entfernen. Nehme noch mal einen hier oben wieder in die Krankenstation rein. So. Und dann... Was können wir denn noch? In der Testbereich könnte noch... obwohl, da müssen wir, machen wir ja momentan nichts. In der Taktikschule ist auch keiner momentan.
könnten ins Energierelais rein und dann hier gleich irgendwas hinbauen. Ich glaube, das macht Sinn. Obwohl, nee, macht auch keinen Sinn. Nee, entfernen. Weil wir gleich ist nämlich hier die Werkstatt fertig und dann schicken wir hier einfach einen Gremlin rein. Das heißt, wir machen hier einfach auch einen Freiräumen. Beides mal 30 Tage, aber dann haben sie es zumindest schon mal angefangen. Und hier können wir ja gleich auch noch einen Gremlin reinschicken. Und hier wird dann auch einer frei. Nee, ich glaube zwei Gremlins kann man schicken. Ich muss gleich mal gucken, wenn das Ding fertig ist, wie das dann funktioniert. So, aber... Wie sieht das hier aus? Die Mutant-Autopsie kommt bald, die Werkstatt wird fertig, die Ausbildung unserer Psi-Soldaten und die Vorratslieferung kommt auch in 5 Tagen. Sieht ganz gut aus. Eine UFO-Landung. Eines schutzlosen UFOs, das in dieser Region gelandet ist. Wenn wir uns beeilen, können wir eine ansehnliche Menge an Vorräten und Ausrüstung aus dem Schiff bergen. Sieht gut aus, nehmen wir. Setze Kurs auf den ostafrikanischen Sektor. So, da ist unser Team. Gucken, wie wir es noch verändern am Anfang der nächsten Folge. Bis dahin, have fun, euer Koali. Tschüss. Out.